Hallo und herzlich willkommen beim Lampenfieber-Coaching. Mein Name ist Maria Stadelbacher. In meiner Praxis kommen viele Kunden, die sagen, ich bin so nervös, wenn ich vor anderen reden muss. Ich zitter, mir bleibt die Stimme weg und ich habe Angst, dass die anderen das mitbekommen. Und das wäre mir ganz unangenehm, das ist schlecht für meinen Job, für mein Image, für meine Position. Ich mache sonst alles gut, kriege gute Beurteilungen, gutes Feedback, nur da verstehe ich überhaupt nicht, warum ist das so. Und mit diesem Thema wollen wir uns heute ein klein wenig beschäftigen. Angst ist ja im Prinzip nichts Negatives. Angst ist eine ganz normale biologische Reaktion auf eine gefährliche Situation. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen als Urmensch im Urwald spazieren, ein Körbchen Pilze mit, das sie gesammelt haben, und gehen so vor sich hin und plötzlich steht ein riesiger Säbelzahntiger vor ihnen. Was passiert? Natürlich werden sie nicht anfangen zu überlegen, soll ich jetzt das Körbchen zuerst abstellen oder hinterm Busch verstecken oder mitnehmen. Nein, sie lassen es fallen und ihre erste Reaktion ist zu fliehen. Eine zweite Reaktionsmöglichkeit wäre zu kämpfen. Wenn Sie sich stark genug fühlen und sich überlegen fühlen, dann werden Sie, na, nicht Sie, sondern Ihr Unterbewusstsein blitzschnell diese Möglichkeit wählen. Und stehen Ihnen beide Möglichkeiten nicht zur Verfügung, weder Kampf noch Flucht, dann gibt es noch den Todstellreflex, denn das erste Ziel, das sie verfolgen, ist, ihr eigenes Leben zu retten. Und diese Situation können sie nun auch auf andere Situationen übertragen. Heute gibt es keine Säbelzahntiger mehr in unserem städtischen Leben. Da ist das Publikum ihr Säbelzahntiger. Da können sie sich mal überlegen, was ist denn so gefährlich an meinem Publikum? Und die Reaktion ist aber immer noch dieselbe, nur fürchten sie heute weniger das Sterben, den physischen Tod, als den sozialen Tod. Ja, es geht ums soziale Überleben, dass ihr Ruf nicht beschädigt wird. Wir alle können ohne andere Menschen nicht sein. Wir können ohne andere Menschen nicht leben und wir haben ganz, ganz große Angst, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Wenn uns das passiert, wie es bei Mobbing oft der Fall ist, können wir physisch und psychisch krank werden. Dieses Programm der Angst, das da abläuft, ist ein Urprogramm. Das ist Millionen von Jahren alt, solange es uns Menschen gibt, nur hat es eben bis zum heutigen Tag kein Update erhalten. Leider. Also müssen wir schauen, wie wir anders damit zurechtkommen. Angst läuft bei uns so ab, entsteht auf folgendem Wege. Wir kommen in eine Situation und unser Urhirn, unser emotionales Hirn, das limbische System erkennt, ist das gefährlich oder nicht. Und bei Gefahr schrillen unsere Alarmglöckchen, die Amygdala, und das Großhirn wird angeregt, sofort in hundertstel Sekunden Stresshormone auszustoßen. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und diese Stresshormone überschwemmen unseren Körper und rufen eine körperliche Reaktion hervor, was dann sein kann, erröten oder auch erblassen, zittern oder auch starr werden, ein Frosch im Hals, trockener Mund oder zu viel Speichel, Durchfall, ja, Ballast abwerfen. Je nachdem, was für ein Typ Sie sind, haben Sie dann verschiedene Reaktionen. Und diese körperlichen Symptome verursachen uns Gefühle und Emotionen wie eben Angst. Es kann aber genauso sein, dass Sie mal wütend werden oder verzweifelt und hoffnungslos oder erschrocken sind. Und dieser Ablauf von Gedanken, Körperempfindungen und Gefühlen, das steuert unser Tun, unser Verhalten. Und je nachdem, wie Sie sich verhalten, das heißt in dem Fall, wie Sie
auftreten, wie sie sich geben, bekommen sie dann wieder ein Feedback und die Schleife beginnt von vorne. Die Wissenschaftler sagen, Gedanken, Körperwahrnehmung und Emotion, das läuft so blitzschnell ab, zwar in dieser Reihenfolge, aber für uns ist das egal, ob es diese Reihenfolge ist oder eine andere, wir können es für uns selber nicht wahrnehmen und nicht feststellen. Aber daraus ergeben sich auf alle Fälle auch die vier Ebenen, auf denen Sie Ihr Lampenfieber bearbeiten und bekämpfen können. In Ihren Gedanken, körperlich und emotional und natürlich auch im Verhalten. Und was Sie mit diesen Ebenen anfangen können, wozu Sie sie nutzen können, das erfahren Sie in einem weiteren Video. Falls Sie Fragen an mich haben, schreiben Sie mir ein E-Mail an office@lampenfiebercoaching.at. Ich freue mich auf Sie. Ihre Maria Stachelbach.